Heute für euch der wahre Grund, warum Nagini böse wurde. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir darüber diskutieren, ob Nagini, Voldemorts treue Schlange, die zum Horcrux wurde, böse geworden wäre, wenn der dunkle Lord nicht ein Stück seiner zersplitterten Seele in sie getan hätte. Also gut, die meisten von euch werden Nagini aus den Harry Potter Romanen und den Filmen schon kennen. Sie war eine riesige Schlange und eine unbestreitbare, treue Dienerin von Lord Voldemort, die er oft in seiner Nähe hielt, um ihm bei seiner schmutzigen Arbeit zu helfen, wie zum Beispiel die eine oder andere Hexe oder Zauberer zu fressen oder Mitglieder des Orden des Phönix anzugreifen. Natürlich ist Nagini, wie wir im letzten Teil der Reihe erfahren, auch einer von Voldemorts 7 Horcruxen, was wahrscheinlich auch ein weiterer Grund ist, warum er sie immer in seiner Nähe hatte. Zumindest war das laut Albus Dumbledore der Fall. Aber wie dem auch sei, da Lord Voldemort geboren als Tom Marvolo Riddle ein Nachkomme von Salazar Slytherin war, besaß er die Fähigkeit, die Parsel-Sprache zu sprechen. Eine äußerst seltene Sprache, die vereinfacht ausgedrückt die Fähigkeit war, mit Schlangen zu sprechen. Seine Fähigkeit, mit Nagini zu kommunizieren, zeigt auch, warum die beiden eine enge Bindung zueinander hatten. Naginis Hintergrundgeschichte und die gemeinsame Sprache erklären vielleicht auch Voldemorts Beweggründe, Nagini überhaupt erst in ein Horcrux zu verwandeln. Er fand eine Kreatur, mit der er sprechen konnte, die aber sein Vertrauen nicht so verraten konnte, wie es ein Mensch könnte. Aber wäre es nicht ein bisschen riskant, sein Leben buchstäblich in die Hände einer Schlange zu legen? Nun, an dieser Stelle wird Naginis Hintergrundgeschichte interessant. Sie war tatsächlich einmal eine Frau, ja, eine menschliche Frau. Da J.K. Rowling das Harry Potter Universum seit der Veröffentlichung von Die Heiligtümer des Todes im Jahr 2007 erweitert hat, haben wir mehr und mehr über Figuren erfahren, die in den Büchern nicht genau beschrieben wurden bzw. von denen die Hintergrundgeschichte nicht erläutert wurde. Und Nagini ist zufällig einer dieser Charaktere. Aber ihre Hintergrundgeschichte wurde endlich durch die Filmreihe Fantastische Tierwesen erklärt. Im zweiten Teil der Filmreihe Fantastische Tierwesen Grindelwalds Verbrechen erfahren wir, dass Nagini nicht immer eine Schlange war. Sie war in der Tat einmal eine menschliche Frau. Nagini wurde als Frau geboren und war zusätzlich ein Maledictus. Das heißt, sie wurde mit einem Blutsfluch geboren, der es ihr zunächst erlaubte, sich zwischen einem Menschen und einer Schlange hin und her zu verwandeln. Leider verlor sie, wie alle Maledicta, irgendwann die Fähigkeit, ihre Verwandlung zu kontrollieren, und die Krankheit hielt sie schließlich in der Form einer Schlange gefangen. Die bestialische Version von Nagini war natürlich die einzige, die wir bisher kannten, die ungewöhnlich intelligente und bösartige Haustierschlange von Lord Voldemort. Aber mit der Erzählung von Naginis Ursprungsgeschichte wird uns gezeigt, was für eine Frau sie war, bevor sie Voldemorts treues Haustier wurde. Und ich wäre nicht schockiert, wenn viele von euch, so wie ich, ziemlich überrascht waren, dass Nagini als Mensch gar nicht so schrecklich war. Es hat sogar den Anschein, dass sie ziemlich moralisch und gut war. Lasst mich das kurz erklären. In Fantastische Tierwesen Grindelwalds Verbrechen lernen wir Nagini durch Credence kennen, einen etwas eigensinnigen Zauberer und Obscurial, der auf der Suche nach Hinweisen nach seiner Vergangenheit ist. Credence lernt Nagini kennen, nachdem er sich einem reisenden Zaubererzirkus, dem Circus Arcanus, angeschlossen hat, und beide schlossen eine enge Freundschaft miteinander. Wir erleben tatsächlich, wie Nagini freundlich und mitfühlend zu Credence ist, und sie wird besorgt, als er Interesse zeigt, sich dem mächtigen, dunklen Zauberer Gellert Grindelwald anzuschließen. Obwohl sie sich um Credence sorgt, entscheidet sich Nagini schließlich dafür, Newt Scamander und Albus Dumbledore bei ihren Bemühungen zu helfen, Gellert Grindelwald zu besiegen, weit entfernt von dem Punkt, an dem sie mit dem mächtigsten dunklen Zauberer aller Zeiten zusammenarbeitet, Lord Voldemort. Aber das bringt uns zu der Frage, wenn Nagini einst eine gute und freundliche Frau war, wie, warum und wann wurde sie so böse? War es tatsächlich so, dass sie erst böse wurde, als Voldemort sie in einen Horcrux verwandelt hat? Um ehrlich zu sein, ich glaube eher nicht, und zwar aus folgendem Grund. Wenn die Verwandlung in einen Horcrux die Fähigkeit hätte, das Gefäß des Horcruxes in eine böse Kreatur oder ein böses Wesen zu verwandeln, wäre Harry Potter dann nicht selbst unbestreitbar böse geworden, als Voldemort ihn als Baby ungewollt in einen Horcrux verwandelte? Aber natürlich wissen wir, dass das nicht passiert ist, auch wenn Harry kein vollwertiger Horcrux war. Tatsächlich wussten wir nicht einmal, dass Harry ein Horcrux war bis zum Ende des letzten Teils der Saga. Er war ein guter Zauberer, er war ein moralischer Mensch. Er war vielleicht manchmal ein wenig stur und fehlgeleitet, aber böse, ich denke nicht, und Nagini schon.
Und warum ist Nagini dann so böse geworden, wenn nicht, weil sie zum Horcrux des Dunklen Lords gemacht wurde? Ich glaube, die Antwort darauf ist tatsächlich nicht einfach. Als Maledictus hatte Nagini anfangs die Fähigkeit, zwischen ihren beiden Formen hin und her zu wechseln, der einer Frau und der einer Schlange. Es würde mich nicht überraschen, wenn sie das anfangs ziemlich faszinierend gefunden hätte. Sie hätte das vielleicht sogar eine Zeit lang genossen. Aber als sie dann endgültig zur Schlange wurde, kannst du dir sicher vorstellen, wie gefangen und isoliert sie sich gefühlt haben muss, weil sie wusste, dass sie nie wieder als Mensch mit der Welt interagieren können wird. Sie hatte niemanden, mit dem sie reden konnte. Niemanden, mit dem sie sich die Zeit vertreiben konnte. Um ganz ehrlich zu sein, das würde jeden irgendwie auf irgendeine Art in den Wahnsinn treiben, oder denkst du nicht? Aber andererseits ist Wahnsinn nicht unbedingt gleichzusetzen mit Bösartigkeit. Wie genau haben sich Nagini und Voldemort jetzt eigentlich kennengelernt? Sie ist eine Maledictus-Schlange und er eine phantomartige Version von sich selbst, aufgrund seines gescheiterten Versuchs, den kleinen Harry zu ermorden. Nun, die Theorie besagt, dass Nagini tief in den Wäldern Albaniens auf die schattenhaften Überreste des Dunklen Lords stieß. Hier soll er sich mit vielen der Tiere angefreundet haben, denen er im Wald begegnete. Und zu denen gehörte natürlich auch Nagini. Und so hatte sie endlich jemanden gefunden, mit dem sie kommunizieren konnte. Voldemort, der mit ihr in der Parselsprache sprechen konnte, war der einzige, mit dem sie eine Bindung hatte und sprechen konnte. Es ist gar nicht so weit hergeholt zu denken, dass sich ein undurchdringliches Band zwischen ihnen entwickelte. Und so war Nagini, die aufgrund ihrer Isolation von der Menschheit ein wenig verrückt geworden war und als Bestie in den Wäldern lebte, nur allzu offen gewesen für jede Interaktion. Und auch als bester Kumpel von Lord Voldemort. Vor allem dann, wenn das bedeutet hätte, dass sie bei ihm bleibt, sogar wenn er die Wälder von Albanien verlässt. Das wäre eine einzigartige, vielleicht sogar einmalige Gelegenheit für Nagini. Eine Gelegenheit für sie, wieder in die Welt der Zauberer einzutreten, wie sie es wahrscheinlich nicht für möglich gehalten hätte, bevor sie Lord Voldemort traf. Schließlich war die Parselsprache eine unglaublich seltene Sprache, und doch war er da, dieser Zauberer, der sie verstand und der mit ihr reden konnte. Ich kann mir nur vorstellen, dass dies für Nagini eine große Erleichterung gewesen sein muss, und von da an kennen wir die Geschichte zum Großteil. Nagini wurde zu Voldemorts treuestem Haustier. Es war Nagini, die ihm half, in seiner Schattengestalt wieder zu Kräften zu kommen. Ihr Gift war ein wichtiger Bestandteil des Trankes, der es ihm ermöglichte, in einen vorübergehenden Körper zurückzukehren. Und dann wurde Nagini selbst zu einem Horcrux gemacht, was ihm weiterhalf, an die Macht zurückzukehren, als Voldemort das Leben von Bertha Jorkins nahm. Danach waren sie nur noch selten getrennt. Sie war Zeuge, wie er einen Mord nach dem anderen beging, und sie tötete fast ständig in seinem Auftrag. All dies zeigt deutlich, dass Nagini sehr wohl böse war, aber ich glaube, dass sie so wurde, lange bevor sie zu einem von Voldemorts Horcruxen wurde. Meiner Meinung nach wäre Nagini also auch dann böse geworden, wenn man sie nicht zu einem Horcrux gemacht hätte. Vielleicht wäre sie sogar böse geworden, ohne den Dunklen Lord getroffen zu haben. Immerhin haben die Maledicta im Laufe der Zeit die Fähigkeiten verloren, wie ein Mensch zu denken. Also ist es möglich, dass sie immer böser wurde, je länger sie als Schlange lebte. Aber da es nicht unvermeidlich ist, dass ein Maledictus böse wird, obwohl er von einem Blutsfluch befallen ist, denke ich, dass der Hauptgrund, warum Nagini böse wurde, ihre Beziehung zu Voldemort war und nicht irgendeine Form von Magie, Blutsfluch, Horcrux oder sonst etwas. In ihrer Verzweiflung, sich mit einem Wesen zu verbinden, das intelligenter ist als die Waldkreaturen, unter denen sie in den Wäldern Albaniens lebte, war sie bereit, alles zu sein, was der Dunkle Lord von ihr verlangte. Und das war zufällig eine böse Schlange, die bereit war, seine Wünsche zu erfüllen. Und das war's mit diesem Video. Was haltet ihr davon? Stimmt ihr zu, dass es Naginis Beziehung zu Lord Voldemort war, die sie böse machte? Oder glaubt ihr, dass sie bereit war, von sich aus böse zu sein, schon als sie ihn traf? Oder gibt es einen ganz anderen Grund für ihr Verhalten? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und lasst uns darüber diskutieren. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.